Ja, hallo, ich grüße euch zur Teil 2 Ausgabe Kaltakquise-Tipps von Kleincoaching und Consulting Services hier aus München. Und jetzt geht es um das Thema, wir hatten ja die Datengrundlage, wer das Video nicht gesehen hat, hier unten vorne, ich gehe nochmal. Hatten wir die Datengrundlage als wichtigstes Element, ja, um überhaupt mal überhaupt starten zu können, realistisch seine Ziele erreichen zu können. Ja. Und jetzt der zweite Tipp. Der Einstieg, ja, dass man sich einfach mal Gedanken macht um den Einstieg, Gesprächseinstieg. Ja. Und hier wird der häufigste Fehler gemacht, dass man im Kopf, ja, dass man sich eben entsprechend vorbereitet, man wird gebrieft auf das Produkt auf die Dienstleistung, was es alles kann und wo sind die Unique Selling Points, also die USPs, ja, was unterscheidet uns vom Mitbewerber, etc., etc., etc. Der Hauptfokus jedoch, ja, um überhaupt ein Gespräch entstehen zu lassen, ja, ist nicht, wer ich bin, was ich kann, was ich habe, was ich zu bieten habe, sondern was mein Gegenüber, mein potenzieller Neukunde, also mein Gesprächspartner in dem Moment, für Schmerzen hat, für Probleme hat. Ja, das ist ganz wichtig. Da liegt der Fokus. Ja. Und wenn ich auf diese sozusagen rauskitzeln kann, ja, wenn ich da sozusagen den Daumen ansetzen kann, nur dann kommt überhaupt erst ein vernünftiges Akquisegespräch zustande. Ansonsten wird die Wahrscheinlichkeit zu 99%, dass überhaupt kein Gespräch, kein kalter Akquisegespräch, ja, überhaupt erst zustande kommt. Ja. Und das ist was immer wieder die Leute sozusagen ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, nicht genug den Fokus darauf legen, wo sind eigentlich die Probleme und die Schmerzen meines Gegenüber, denn nur so kann ich überhaupt einen Fuß in die Tür bekommen, um überhaupt mal überhaupt ein Gespräch zustande kommen zu lassen. Ja. Und wenn dann eben das Interesse da ist, ja, dann wird der Gesprächspartner schon fragen, ne, was haben sie denn zu bieten? Ja, das fragen die dann schon. Ja, und dann kann man ja eben, ja, punkten mit den Unique Selling Points und so weiter und so weiter. So, das war der Quizze-Tipp Nummer 2 und der dritte folgt zugleich. Bis gleich. Tschüss.